So, wir sind jetzt im Stream heute und ich habe jetzt gerade bis gerade eben noch den Frieden gespielt und muss sagen, der ist ziemlich zäh, also ich komme mit ihm nicht so allzu gut zurecht. Ich habe mir doch, genau wie ich es gesagt habe, habe ich mir einen Guide rausgesucht für den Necromancer und damit habe ich jetzt auch die anderen Klassen soweit allein gespielt. Und wir können übrigens mit Controller spielen. Wie gesagt, wir sind gerade im Stream, das heißt, der Chat wäre zwischendurch mal zu sehen, wenn jemand reinschreibt. Wir werden jetzt auch nicht allzu lange machen. Stunde circa noch und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder aufhören, weil wir dann The Division spielen werden. So, wir werden jetzt erstmal gucken. Wir haben noch die Quest mit ihm unten. Dann können wir noch mit ihm ein bisschen schnacken. Und dann würde ich nachher. Ich muss den Ton nochmal ein bisschen anpassen. Herausforderung. Ja, ich habe schon ein paar Sachen nebenbei gemacht. So, warte. Ich muss in die Option rein, den Ton nochmal ein bisschen. Also, was habt ihr auf dieses Stück Holz geschrieben? Wahrscheinlich überhaupt nichts. Ich würde es verstehen. Nun, ich glaube, es spielt keine große Rolle. Ich werde mich in die Trockensteppe begeben, um den Fallenmann aus eurer Vision zu suchen. Ich muss wissen, welche Rolle er bei all dem spielt. Doch während ich meinen Handel abschließe, müsst ihr noch etwas beschaffen, das mir gehört. Ein Händler im Zentrum der Stadt hat es. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Und wenn wir etwas anderes draufschreiben, mir sagt er übrigens etwas anderes. Ah, ich muss mal kurz in die Option. Ich hatte das doch ausgestellt, dass er mir den ganzen Scheiß da anzeigt. Der alte Mann hat also endlich beschlossen, es zurückzukaufen. Wie ich ihn kenne, hat er kein Geld erwähnt, oder? Wenn er seine Waffe will, müsst ihr bezahlen. Gibt sogar plus 30. Kosten sind hier nur 2000, wir haben 21.000. Ich weiß nicht, ob das Geld halt geteilt wird. Wartet. Der alte Mann hat mir ebenfalls das hier verkauft. Er sagte, er benötige es nicht mehr, aber ich glaube, er würde es trotzdem gerne wieder haben. Kostenlos. Ach, das gibt's dann kostenlos dazu. Es gab eine Prophezeiung, ja. Sie sagte den Aufstieg der großen Übel voraus. Die Rückkehr von Lilith und Inarius. Den Untergang unserer Welt. Inarius hat die Prophezeiung für seine eigenen egoistischen Zwecke adaptiert. Sie in die Predigten der Kathedrale des Lichts eingeführt und es so klingen lassen, als wäre er der Held, der uns rettet. Die Kathedrale liebt es, von ihm zu schwärmen. Seine Gefangenschaft in der Hölle, seine heroische Flucht, seine glorreiche Rückkehr hierher, in die Welt, die er erschuf. Aber sie erwähnen nie, dass man durch jahrtausendelange Folter in der Hölle ein ziemlicher Arsch wird. Opfern, Dämonen beschwören. All die wunderbaren Gaben von Lilith verfeinern. Ah, verzeiht mir. Er hat mir auch dieses Amulett gegeben. Was ist es? Das Mal der Horadrim. Ein uralter Orden von Gelehrten und Magiern, der schwor, Sanctuario vor Dämonen zu beschützen. Heutzutage sind wir nur wenige. Es gibt einen anderen Horadrim, Donan. Sein Wissen über Dämonen wird nur von seiner Überheblichkeit übertroffen. Klingt, als könnte er uns helfen. Ihr solltet ihn ins Kosklen aufsuchen.
Aber vergesst nicht die Kathedrale. Sie erwarten euch und könnten nützliche Verbündete sein. Ihr kommt nicht mit? Ich werde die Trockensteppe besuchen, um herauszufinden, wer dieser fahle Mann ist. Ihr könnt mitkommen, aber seid vorsichtig. Eure Verbindung zu Lilith, eure Visionen. Ihr seid der Schlüssel, um sie zu finden und ihre Pläne zu durchkreuzen. Manchmal sind unsere Wege vorbestimmt, sich zu kreuzen. Wir wissen es nur nicht. Ob es Zufall war oder das Schicksal, wir können nichts dagegen tun. Der im Sturm verlorene Wanderer, befleckt von Liliths Blut, errettet von einem einsamen Mönch. Verschiedene Leben und Ereignisse fielen zusammen. Wodurch? Schicksal? Oder zog eine höhere Macht die Fäden? Ich wusste es nicht. Doch damals glaubte ich, ich könnte die Menschheit vor der Tochter des Hasses schützen. Die Verbindung zwischen dem Wanderer und ihr gab mir Hoffnung. Man stelle sich das vor. Wir haben ein Fragezeichen bekommen, beziehungsweise wir haben das Portal freigeschaltet. Das habe ich bei dem Turin nämlich auch schon soweit freigespielt. Und hier haben wir nämlich noch Dungeons. Nach wachsendem Waffenwechsel erhaltet ihr 8 Strahlen und Barbar. Akt des Beschützers. Eine Belohnung. Vergessene Archive. Das sind so Sachen, die würde ich ganz gerne auch noch machen, aber ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt, ob ich da ein Portal habe. Obwohl, warte mal, ich habe doch hier eins, ne? Unentdeckt. Nein, ich habe den Wegpunkt nicht entdeckt. Was? Dann muss ich gleich nochmal zurücklaufen. Und diesen holen und dann haben wir das nämlich auch. Dann können wir nämlich da die ganzen Sachen nämlich noch mitmachen. Und weil ich will nämlich alles machen. Und zwischendurch hat man halt auch diese FPS-Drops. Deswegen habe ich einfach mal die FPS-Anzeige angeschaltet. Naja, Bosan ist noch immer unterwegs, um Menestat unsere Zehntforderungen zu überbringen. Vielleicht könntet ihr da draußen nach ihm sehen und herausfinden, wieso er so lange braucht. Die Kathedrale braucht ihr Geld. Ja, die brauchen immer alle Geld, 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 Geld. So, dann renne ich mal eben zurück. Wir machen derzeit die Dungeons machen. Wie gesagt, ich habe jetzt doch ein Bild rausgesucht. Ich habe es im Endeffekt gesagt, ich mache es ja so. Mir ist eingefallen, dass auf Ice Events immer relativ gute Guides gab oder gibt, sage ich jetzt mal, auch für andere Teile von Diablo. Und ja, das sieht man leider auch, dass man hier Leute hat, die random hier rumlaufen. Die sieht man auch direkt auf der Karte. Ich komme mir vor, wir sind im MMO in Diablo. Ohne dass ich dafür Geld monatlich zahle im Endeffekt. Ja, das ist so der einzigste Vorteil. Leute, wo wollt ihr denn hin? Die lässt sich gerade definitiv durchziehen. Also von einem 17 Typen geht, ne, dass die lässt sich da definitiv durchleveln. Machen wir natürlich nicht. Wir spielen das komplett selber. Ja, ich bin eingefroren, ich bin eingefroren, ich bin eingefroren. Meine Güte. Okay.
So, wir müssen einmal die hier links. Okay, mal gucken, was jetzt hier welche Fähigkeit überhaupt macht. Und wir sind Level Up. Wir sind Level 7. Warte. Fertigkeiten. Eine Blutkugel zu erzeugen. Und das andere war sowas mit Knochen werfen. So, wenn das wir. Okay. So, ich wollte jetzt aber erstmal den Dings da hinten holen. Da ist nämlich auch noch eine Quest. Dass hier noch welche zurückgekommen sind in dem Dorf und hat mich ehrlich gesagt auch, da wir ja so viele von denen kaputt gemacht haben. Da, das haben wir nämlich nicht gemacht. Eine Axt. Genauer gesagt die Axt des Holzfällers. Einem Mann, der Reisende in dieser Gegend verfolgte und abschlachtete. Gerüchten zufolge verschwand der Holzfäller kürzlich und ließ seine Waffe zurück. Der Priester, der mich angeheuert hat, verriet mir nicht viel. So wie die Dinge stehen, erfriere ich, bevor ich das verdammte Ding finde. Wenn ihr mir dabei helft, die Axt zu finden, erhaltet ihr einen Teil des Lohns. Sucht in den Wäldern rund um die Stadt. Ich bleibe hier in Sicherheit. Ich brauche sie nicht. Aber Perrin will sie. Er ist eine Art Priester, doch ich weiß nicht, was er damit vorhat. Ich habe bereits früher für ihn gearbeitet. Es ging immer um seltsame Gegenstände mit einer Geschichte. Er zahlt gut dafür. Oh, die ist zufälligerweise da hinten. Ich würde aber jetzt ganz gerne noch die Dungeons machen hier. Bevor wir uns um die Axt da kümmern. Ja, stimmt, die Straße war erst nachher offen. Da war ja was. Ja, da war ja was. Benötigt ihr Hilfe?
Bitte, ich brauche eure Hilfe.
Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Danke, Wanderer. Ohne euch wäre ich tot. Ich denke, ab jetzt komme ich zurecht. Bitte, nehmt dies. Oh, was haben wir hier? Eine fette Truhe und ein paar neue Ausrüstungsgegenstände. Yeah, wir haben endlich einen Helm. Oh, Verteidiger, wie schon Träger, Schildträger, mehr Leben. Jetzt habe ich Schildträger. So, Fertigkeiten. Wir sind Stufe 6. Das haben wir Stufe 5. Da war jetzt aber nichts. Gut. Was sind wir eigentlich? Feuerexplosion freigeschalten können. Ah, da ist es. Ja, da ist es. Leichenexplosion. Haha, nice. Ja. Yeah.
Und direkt eine neue Waffe bekommen. Und noch ein Fähigkeitspunkt. Das ging jetzt relativ... Oh, den kann ich nicht benutzen. Der ist nur für den Barbaren. Das ist dann, nicht für mich. Dann würde ich den nämlich aufheben. Jetzt habe ich schon wieder einen Fähigkeitspunkt. Ich glaube es gerade nicht mal, dass ich das anpassen kann. Also wir können, Schnitter können wir auf Level 12 holen, Blenker. Ich würde eher die, so die Verteidigungstypen jetzt erstmal mitnehmen. So, wir können auch da oben hingehen. Okay, ich kann nur noch 4 holen. Dark Lord verschlossen.